Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen weiter mit unseren Zukunftsbäumen, kurz von Hand gehalten. Ich stelle das Ding auch gleich aufs Stativ. Wie man sieht, anderer Tag, habe ein anderes Pulloverlein an. Hat ja nicht ganz geklappt, ich wollte es am Stück drehen. Ist auch völlig unerheblich. So, das da ist jetzt was anderes. Jemand eine Idee? Wahrscheinlich nicht, aber wenn ich euch, wo haben wir es denn? Das hier zeige. Zum Beispiel das hier. Na, dann eine Idee. Ein Blatt mit einem unglaublich langen Stiel. Was soll das? Warum ist da so ein langer Stiel dran? Naja, weil das nicht nur aus diesem oberen Blättchen normalerweise besteht, sondern auch viele Seitenblättchen entsprechend aufweist. Es handelt sich um ein sogenanntes Fiederblatt. Und das ist ein Charakteristikum von zum Beispiel der Esche, der Vogelbeere, der Robinie und der Walnuss. Ja, ist das hier jetzt also eine Walnuss? Man könnte es meinen und ganz ehrlich, wenn man es nicht besser weiß, dann glaubt man auch, dass es entweder eine Walnuss ist oder eine Schwarznuss, wenn man es sich genauer anguckt, weil dann sieht doch nicht so richtig nach Walnuss aus. Dann kann man zwischendurch mal völlig verwirrt sein, weil es nicht aussieht wie Walnuss und nicht aussieht wie Schwarznuss und meinen, es ist eine kaukasische Flügelnuss. Die sieht nämlich auch so ein bisschen in die Richtung aus und irgendwann ist man dann gründlich verwirrt. Und erfreulicherweise weiß ich es hier aus zuverlässiger Quelle, nämlich vom Förster, dass das eben weder das eine noch das andere, sondern eine Hybridnuss eben entsprechend ist aus Walnuss und Schwarznuss. Und die ist definitiv zu nennen bei der Auswahl der künftigen Zukunftsbäume, die in Frage kommen. Ja, ich sage ja nicht, die muss man hinpflanzen. Das wird auch bei den meisten Standorten schwierig. Aber in Frage kommen tut sie mindestens. Und die gucken wir uns jetzt schnell nochmal. Deswegen habe ich die Kamera auch noch nicht auf dem Stativ. So an. Wir sehen, schöner gerader Stamm. Schön astfrei. Das liegt natürlich daran, dass die Wert geästet wurde. Und ja, ein sehr schöner, eben entsprechend wunderbar gerader, hochwertvoller Stamm mit wunderbarem Nussholz. Das Problem ist, so genau weiß man noch nicht, ob Hybrid-Nussholz vom Markt als Nussholz akzeptiert wird. Es hat technisch gesehen fast keine Unterschiede von der Holzqualität her. Es sieht genauso schön aus wie normales Nussholz. Also was heißt normales? Also Walnussholz. Und eigentlich sollte man also meinen, dass man damit sehr, sehr hohe Preise erzielen kann. Allerdings ist die Hybridnuss so neu, dass noch keiner größere Stärken von Hybridnuss verkauft hat. Zumindest wüsste ich es nicht, weil die hat man noch nicht so lange angepflanzt, dass es irgendwo irgendein dickes Exemplar gäbe. Meines Wissens. Ja, also vielleicht in Frankreich irgendwo, ne? Heimlich, still und leise, wo man es nicht mitbekommt, weil man kein Französisch kann und die Franzosen ja nichts auf Englisch publizieren. Ja gut, okay, in der Wissenschaft machen sie es manchmal schon, aber nicht immer. So, ja, weiteres, wenn ich die Kamera auf Stativ gestellt habe, weil mein Arm wird langsam schwer. Und dann haben wir auch nicht so ein Wackelbild. Seid so gut und seht mir nach, dass ich heute ohne Mikro aufnehme, weil, es gibt schon ein Mikrofon an dieser Kamera, nur halt eben das eingebaute und nicht das externe, was ich normalerweise verwende, was einfach daran liegt, ich habe es vergessen. Aber ist auch nicht schlimm, es geht ja kein Wind, dann sollte man mich auch so ganz gut verstehen können. So ein Ding ist toll. Bringt enorm viel Geld, wirklich super, super wertvoll, sehr, sehr, sehr schönes Holz, sehr trockenheitsresistent, eigentlich, durchaus was für die Zukunft, recht rasch wüchsig, im Gegensatz zu den jeweiligen Eltern, also Schwarznuss und Walnuss, sogar deutlich rasch wüchsiger als die beiden jeweils, also die Kreuzung bringt nochmal zusätzliche Vorteile, die man gar nicht erwartet hätte, und halt wirklich, wirklich wertvoll. Also grob gesagt, wer einen kleinen Privatwald hat und mit diesem gerne Geld verdienen möchte und noch nicht, naja, sagen wir mal 70 plus ist, ja, der könnte durchaus drüber nachdenken, ob er sich so ein Ding hinstellt, weil dieser Stamm hier, der ist keine 20 Jahre alt. Und das ist schon durchaus eine ansehnliche Dimension für so einen jungen Baum. Und das als Nuss ist wirklich bemerkenswert. Also wer die Walnuss kennt und deren Wuchsleistung oder die Schwarznuss kennt und deren Wuchsleistung, der weiß, das ist toll. Na? So, und jetzt muss ich auch wieder in mein Büchlein gucken. Ich habe mir wieder ein paar Eckpunkte aufgeschrieben.
zum dran entlanghangeln. Denn, warum Hybridnuss? Bei der Nuss haben wir folgende Probleme. Die Walnuss, die braucht nur einen mittelmäßig guten Standort. Was heißt mittelmäßig? Also einen guten Standort darf halt nicht in Richtung, naja, geht so gehen. Aber die Verteilung der Standorte in der Bundesrepublik, ja, also Boden zu Klimaverhältnis macht den Standort aus, um den Begriff noch mal kurz zu erklären, hat man zum Beispiel einen Boden, der hervorragend Wasser speichern kann, und man hat trotzdem nur relativ wenig Niederschlag in der Region, und daran wird sich in absehbarer Zeit nichts ändern, dann hat man, kann man immer noch einen sehr guten Standort haben, weil wenig Niederschlag bei aber einem hervorragend speicherfähigen Boden ergibt immer noch einen super, super frischen Boden. Frisch ist ein Begriff für sehr gut Wasser versorgt. Und das bedeutet dann, man muss sich eigentlich um nichts sorgen und kann da, also von der Ansprüchen an die Wasserversorgung her, nahezu alles hinpflanzen. Obwohl es draußen eigentlich gar nicht viel regnet. Also draußen meint über dem Wald. Anders kann das auch sein, man kann auch super hohe Niederschläge haben, meinetwegen 1500 bis 1800 mm Jahresniederschlag, wenn du als Boden bloß einen langweiligen Sand hast, also einen sandigen Sand, der nur so grobe Partikel hat, bei denen das Wasser sofort versickert und sofort weg ist und gar nicht im Boden gehalten wird, sondern direkt ins Grundwasser übergeht. Hat auch Vorteile, aber ist halt für den Bäumen dann eher mies. Und da kannst du noch so viel tollen Niederschlag haben vom Klima her. Der Standort bleibt schlecht, weil das mit dem Boden nicht passt. Also, es ist ein Zusammenspiel aus meteorologischen, klimatischen Faktoren und eben dem Boden als solchen, um sagen zu können, hat man es mit einem guten Standort oder mit einem schlechten Standort zu tun. Eine Rolle spielt auch noch die Hangneigung beispielsweise. Hier haben wir so ein ganz leicht geneigtes Gelände. Würde ich nicht unbedingt drauf schlafen wollen, aber ist auch nicht weiter dramatisch. Und für den Baum und für den Wald hier an sich überhaupt kein Problem. Diese leichte Hangneigung eher noch ein Vorteil. Es kann sein, dass wir einen Nordhang haben, der, weil die Sonne ja tendenziell eher südlich steht, besonders schattig ist. Es kann sein, dass wir einen Südhang haben, der, weil die Sonne tendenziell südlich steht, besonders sonnig ist. Und alle anderen Hänge dazwischen sind halt irgendwie so ein Zwischending. Und so muss man dann halt eben gucken, was ist mein Standort, wie gut ist der, wie schlecht ist der. Und zwischen einem okayen, zwischen einem ordentlichen Standort, den es durchaus viel gibt in Deutschland. Auch für Wälder stehen noch relativ viele ordentliche Standorte entsprechend zur Verfügung. Und einem sehr guten Standort, da besteht nur noch wenig Unterschied, was die Qualität angeht. Aber okaye Standorte, gute Standorte, ja, davon haben wir auch durchaus viele, sage ich jetzt mal, ja. Richtig gute Top-Standorte, auf denen Wald steht oder Wald angebaut werden kann, die sind richtig selten. Da haben wir nicht viele. Ja? Das heißt, wer jetzt also auf die Idee kommt, sich so ein Bäumchen hier zu pflanzen, der braucht leider einen ziemlichen Top-Standort. Nicht ganz top, nicht die Crème de la Crème, aber schon mehr als gut. Und da gibt es nicht viel von. Warum nicht? Weil ein so guter Standort, wie in unsere Hybridnuss hier und generell einfach die Nussarten bevorzugen, da kann auch Ackernutzung betrieben werden. Ja, da kannst du Obstbaum draufstellen, da kannst du sogar fast, wenn das Klima dazu stimmt, kannst du da sogar fast Wein anbauen. Und die Hänge, in denen ich hier jetzt unterwegs bin, also alle Baumarten, die ich zeige, sind von der gleichen Region, also sind jetzt hier im gleichen Wald. Und der hat natürlich überall ähnliche Standortsbedingungen, sehr, sehr ähnlich, kleinräumig. Und das bedeutet, ich kann euch Folgendes erzählen. Nämlich, da draußen ist eine Wiese. Und diese Wiese, die hat so seltsame Stufen in der Landschaft. Ja, die verläuft manchmal so und so. Ich laufe jetzt nicht rüber, um es zu zeigen. Und diese komischen Knicks hier, diese steilen Wände, wozu sollen die gut sein? Hat man da irgendwelche Habitatwände anlegen wollen für irgendwelche Vögel, die da gerne drin nisten? Nee, das sind vermutlich. Keiner ist es sich so genau sicher, aber mein Vater hat das damals vermutet und ich möchte mich anschließen. Ehemalige Weinterrassen, kleine Weinterrassen. Und wir hatten früher im Dorf auch ein Mini-Weinberg. Da wird wahrscheinlich nicht das edelste Gesöff aller Zeiten rausgekommen sein, aber es gab ihn. Also fast Weinbauklima, ja. Fast wirtschaftlich sinnvoll, hier Wein anzubauen. Fast. Und das sind Böden, die sind, also sehr, 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 sehr top. Wo findet man noch toppere Böden?
ja, oberhalb vom Weinbau dann tatsächlich, wo wirklich Weinbau betrieben wird, das sehen wir eigentlich fast immer, wenn wir in einer Weinbauregion unterwegs sind. Da haben wir natürlich die Hänge der Berge, der Hügel, wenn man so will, je nachdem aus welcher Region man kommt. Für den Niederrheinbewohner sind es eher Berge, für den Hochschwarzwälder sind es Hügel, für die Schweizer ist es, wo ist denn hier eine Erhebung? Ja, egal, lassen wir das jedenfalls. Solche Hänge, ja, gehen ja nicht ewig weiter, irgendwann ist ja eine Kuppe oben drauf. Und auf dieser Kuppe lohnt es sich dann nicht mehr, den Wein anzubauen, weil der den Südhang braucht, wo die Sonne besonders drauf brutzelt, damit es dann besonders schön warm ist. Und der Wein braucht ja hohe Temperaturen und die Kuppe braucht man dann nicht. Was kann man auf der Kuppe dann eigentlich im Prinzip nur noch machen? Wald. Aber die Kuppe hat trotzdem genauso gute Standorteigenschaften wie der eigentliche Hang, oder fast zumindest so gute. Und da sind dann so typische Top-Top-Top-Standorte, ja, also wirklich die Crème de la Crème, wo man jede Baumart dieser Welt hinstellen kann. Denn wichtig ist auch nochmal, das muss ich auch nochmal wirklich betonen, man kann eine Baumart, die auch mit miesen Böden zurechtkommt, jederzeit auch auf einen guten Boden pflanzen und da wächst sie und freut sich. Macht das Sinn? Naja, wirtschaftlich nicht. Ökologisch würde sie sich da auch nicht einfinden, weil sie dann meistens nicht konkurrenzstark ist. Am konkurrenzstärksten auf tollen Böden mit optimalen Standortbedingungen für so ziemlich jede Pflanze ist erstmal die Buche. Aha. Und auch in Zukunft wird man da problemlos weiterhin Buche drauf anpflanzen können. Kein böses Zukunftsszenario geht davon aus, dass auf zum Top-Standorten keine Buche mehr wachsen kann. Und da die nun legal die konkurrenzstärkste Baumart ist, wird sie sich da vermutlich auch durchsetzen. Aber man kann da im Grunde alles hinstellen. Und nur wenn man so einen, man kann da potenziell alles hinstellen, Standort hat, ist das hier wirklich eine Option. Ja. Also das ist der große, große Nachteil. Um die Frage gleich vorwegzunehmen, warum stellt da nicht jeder diese wunderbare Hybridnuss in seinen Wald? Na, weil sie halt nicht überall wächst. Aber da, wo sie wächst, da wäre man schön doof, wenn man nicht auch ein bisschen mit der tollen Hybridnuss arbeitet. So viel erstmal als einleitende Worte. Wo steht's denn? Hier. Ja, das Problem mit unserer Walnuss ist, es ist eigentlich gar nicht unsere Walnuss. Es ist eigentlich die Walnuss der Römer, die Römer freundlicherweise über die Alpen gebracht haben, um ihre leckeren Nüsse auch hier in bösen nördlich der Alpengebiet futtern zu können. Und da haben sie halt dann in relativ offenen Landschaften angepflanzt. Das hat auch gut funktioniert. Wie man weiß, die wächst wunderbar als Gartenbaum, als Parkbaum, als Baum, den man irgendwo frei in die Landschaft stellt, die gute Walnuss, sofern es dann warm genug ist. Also hier typischerweise in Südwestdeutschland sind Walnussanbauten eigentlich relativ unproblematisch. In vielen Gebieten Bayerns, wo es dann relativ kühl wird, wird das schwierig mit der Walnuss. Grob kann man sagen, für die Walnuss und auch so grob für die Hybridnuss brauchst du eine Jahresdurchschnittstemperatur über 8 Grad. Aufmerken, es geht ja hier um Zukunftsbäume, die dann toll sind, wenn es wärmer wird. Und wo haben wir dann eine Temperatur über 8 Grad? Naja, nahezu überall. So, und das bedeutet, das Anbaugebiet, das mögliche Anbaugebiet von Nuss, sei es jetzt Hybridnuss oder Walnuss, wird sich vermutlich vergrößern, weil, was das Wasser angeht, ist sie nicht so anspruchsvoll. Genau genommen eigentlich geht so. Wobei ja noch dazu kommt, wir reden hier ja immer noch von den sehr guten Standorten. Die haben immer eine sehr gute Wasserspeicherfähigkeit. Also eine Walnuss, eine Hybridnuss ist keine Art, die man in trockenheitsgefährdete Standorte wirklich reinstellen kann. Allerdings wird sich eben, und deswegen ist die eine Zukunftsbaumart, aufgrund der Temperaturerhöhung hier im Baugebiet erhöhen. Ja? Nur, dass wir uns da nochmal richtig verstehen, dass das keiner falsch versteht. Walnuss also ist nicht ganz so anspruchsvoll, was die Standortsauswahl angeht. Die nimmt auch einen guten, die braucht keinen sehr guten Standort. Das Problem ist, anders als unsere Hybridnuss hier, wächst die Schweine langsam. Ja, das ist wirtschaftlich ziemlich sehr risikoreich, sag ich mal, mit Walnussanbauten zu arbeiten im Wald, weil dadurch, dass die so langsam wächst und gleichzeitig in Top-Qualitäten wachsen muss und in Top-Qualitäten im Endeffekt gefällt werden muss, damit man damit wirklich richtig Geld verdienen kann, Walnussbrennholz zu erzielen, macht überhaupt keinen Sinn, ist es immer ein sehr großes Risiko. Und hier ist die Hybridnuss deswegen besser, weil sie zwar ein bisschen höhere Standortansprüche hat als die normale Walnuss, aber viel, 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 viel schneller wächst.
soll heißen, mit einer normalen Walnuss, die musst du 100 Jahre da stehen lassen und dann kannst du vielleicht umsägen, wenn du Glück hast, ist was draus geworden. 100 Jahre stehen lassen bedeutet 100 Jahre Risiko, dass irgendwas passiert, was die Nuss kaputt macht. Also nicht die einzelne Nuss, sondern den Baum natürlich. Und bei der Hybridnuss, naja, wie schnell wächst die? Umtriebszeiten zwischen 60 und 80 Jahren ganz grob, wenn man die schön pflegt. Ja? Auch schon geringe Stammdurchmesser, ein bisschen mehr als das sollte schon noch werden, das Ding ist ja auch erst 20 Jahre alt, können enorm Geld bringen. Und wenn ich sage enorm Geld, wie viel Geld ist denn enorm Geld? Na, 500 bis 1300 Euro pro Festmeter. Zum Vergleich, normale Buche 85 für einen Baufestmeter, ja, nicht ein Brennholzfestmeter. Also gute Qualität Holz. Okay, bei Nuss gehen wir jetzt davon aus, dass wir nur Top-Qualitätsholz haben. Aber selbst Top-Qualitätsholz bei der Eiche, da sind wir bei 250 bis 350, vielleicht auch mal 500. Und in ganz, ganz seltenen Fällen, wenn jemand ein spezielles Sortiment sucht, kommen wir da auch mal so nah an die 1000 ran bei der Eiche. Insbesondere bei langsam gewachsener 350-jähriger Eiche oder solche Späße. Aber das dauert auch ewig. Hier reden wir von 80 Jahren. Und durch die kurzen Umtriebszeiten, ne, sagen wir auch mal, wir lassen sie 60 Jahre stehen, ist es einem jungen Menschen, der jetzt 20 ist, locker möglich, im Alter so ein Ding dann selber nochmal umzusägen, sofern man auch fit ist, und zu sagen, jo, jetzt kaufe ich mir ein schönes Häuschen. Oder so. Wa? Nur mal so als Überlegung. Nur mal so als Überlegung. Ja? Muss ja nicht so gemacht werden. Das also das Problem der Walnuss gegenüber der Hybridnuss, weshalb die Hybridnuss so viel besser ist. Außerdem hat die Walnuss das Problem, dass sie mit Frost nicht klarkommt. Die geht nur, die zeigt schon deutliche Schädigungen bei Winterfrösten um die zweistelligen Minusgrade. Kann das schon schlimm aussehen, ja? Weil sie kommt halt aus dem Mediterranen, übrigens auch weit nach Asien rüber geht die. Die hat ein sehr großes Verbreitungsgebiet, die Walnuss. Bei uns ist aber halt eben, wenn die Römer sie nicht mitgebracht hätten, gäbe es die hier nicht. Jetzt ist sie aber schon 2000 Jahre da, jetzt kann man sich kloppen, inwiefern ist die einheimisch, ist die nicht einheimisch. Ja, ne, das hatten wir in der im Eingangsvideo zu dieser Reihe schon entsprechend angesprochen. Man weiß es ganz oft nicht. Ist die Walnuss einheimisch? Die Hybridnuss? Naja, nee, nicht wirklich, weil Hybridisierung ist nochmal so ein Spezialfall, da kommen wir auch noch gleich dazu. Trotzdem jetzt, die andere, also eben die Frostschwäche, das ist bei der Walnuss ein Problem, Entschuldigung, der rote Faden ist heute nicht so ganz einfach, ich glaube, ihr könnt mir trotzdem folgen. Frostschwäche, ein Problem, Frühfröste, Spätfröste, all sowas macht der Walnuss enorm zu schaffen und vermutlich werden beide Ereignisse zwar nicht häufiger werden, Früh- und Spätfröste, aber sie wird es immer noch geben. Ja, und wenn der Durchschnittsstandort, der jetzt nussfreundlicher wird, also die 9 Grad, 8 Grad, 9 Grad Jahresdurchschnittstemperaturmarke überschreitet, wenn wir da mehr Anbaufläche zur Verfügung kriegen und bauen da auch überall was an, können wir uns trotzdem nie sicher sein, ob nicht doch nochmal alle 10, von mir aus auch alle 15 oder alle 20 Jahre, ist völlig Wurst, das ist häufig genug, ein richtig kalter Winter daherkommt und unsere Nüsse schwer schädigt. Ja? Und sobald die geschädigt sind, dann kriegen sie gerne mal irgendwelche Schwächeparasiten. Das ist nämlich ein großes Problem. Dann ist die so geschwächt im folgenden Jahr, dass irgendein lustiger Pilz kommen kann, insbesondere so ein Hallimasch, und schnappt sich die und dann ist sie kaputt. Weil sobald auch nur eine kleine Schädigung im Holz ist, ist halt der Wertzuwachs hin und du kannst das Ding umsägen, kannst Brennholz draus machen und das ist insbesondere deswegen tragisch, weil die brauchen extrem viel Pflege. Gehen wir gleich noch drauf ein. Zur Schwarznuss. Die Schwarznuss ist ja das andere Elternteil unserer Hybridnuss. Und die Schwarznuss hat nun ausgezeichnetes Wachstum, ist deutlich frostresistenter als unsere Walnuss, kommt aus Amerika, was nicht schlimm ist, weil die Walnuss ja auch nicht standortheimisch ist, streng genommen. Und ob die jetzt nur auf der anderen Seite der Alpen wächst oder auf der anderen Seite vom Atlantik, es ist für die Standort-Nichtheimischkeit tatsächlich kein Unterschied. Ja? Also da müssen wir jetzt nicht, oh, das ist noch weiter weg, das ist noch schlimmer. Mit so einem Maß braucht man an die Sache gar nicht rangehen, das ist Quatsch. Da gibt es einfach keine logische Begründung für. Jedenfalls, die gute Schwarznuss, an sich alles super, ja, an sich tolle Eigenschaften, Wuchseigenschaften und so weiter und so weiter. Alles super, die Nüsse, die runterfallen, die Tiere freuen sich drüber. Eine den Wald bereichernde Art im Grunde. Wenn da nicht ein Problem wäre, jetzt haben wir gesagt, Hybridnuss, gute Standorte. Walnuss, mindestens überdurchschnittliche Standorte. Schwarznuss,
die kann man jetzt wirklich nur auf den absoluten super top Standorten entsprechend anpflanzen. Die braucht beste Nährstoffverfügbarkeit im Boden, beste Wuchsbedingungen, beste Durchwurzelbarkeit der Böden. Da kommt eigentlich nur Löss überhalb vom Weinberg bei schön angenehm hohen Temperaturen gleichzeitig noch einem vernünftigen Niederschlag in Frage. Ja. Und deswegen ist Schwarznuss meistens auch keine wirkliche Option. Hybridnuss hat also die positiven Eigenschaften beider Elternteile übernommen, ist weniger standortsanspruchsvoll wie die Schwarznuss, hat das von der Walnuss, wächst schneller als die Walnuss, hat das von der Schwarznuss und lustigerweise gibt es sogar so einen Doppel-Doppel-Puff-Effekt, wächst sogar schneller als beide Elternteile. Naja, nicht als beide Elternteile zusammen, aber das würde auch nicht funktionieren in der Natur, wenn man das, einfach kombinieren könnte. Aber es ist schon wirklich, die Eigenschaften sind verblüffend, wieso das plötzlich passiert, dass die Kombination dieser beiden Erbgüter, was ist das Plural von Erbgut? Erbgut ist ja schon automatisch ein Plural, aber Erbgüter? Egal, jedenfalls, das bringt dann wirklich sehr, sehr, sehr viele Vorteile mit sich, ne? So, Probleme. Kommen wir auf die Probleme zu sprechen, weil das waren jetzt bisher die Vorteile. Das Ding ist super, aber, fettes Aber. Aber Nummer 1, pflegeintensiv. Damit die hier so steht, braucht sie persönliche Betreuung, kann man sagen. Das heißt, du musst da spätestens alle 2 Jahre vorbeikommen und gucken, was steht drumherum, gegebenenfalls ein bisschen freischneiden. In den Anfangsjahren, nachdem man die gepflanzt hat, braucht die zwingend auch in irgendeiner Form irgendeinen Schutz vor Verbiss. Wäre sinnvoll. Man möchte es halt nicht riskieren, dass sie dann eben entsprechend viel verbissen wird. Man muss regelmäßig eben gucken, dass sie immer noch genügend Platz um den Stamm hat. Sie darf auf keinen Fall mechanisch beschädigt werden, wenn man irgendwo in der Nähe Holzerntearbeiten durchführen möchte. Und damit sich Top-Holz entwickelt, und damit müssen wir auf das Thema mal eingehen, muss man das Ding asten. Ja? Und zwar grün asten. Der junge Baum hat logischerweise, so wie das Ding hier, ne, unten auch Äste. Klar, wo soll er sie sonst auch hinpacken, wenn er noch ein junger Baum ist? Und die bleiben natürlich dran hängen, während er nach oben wächst. Und dann hat er irgendwann relativ viele Äste. Da wir jetzt aber keine Astlöcher in unserem Top-Nussholz haben wollen, müssen wir halt eben entsprechend die Äste rechtzeitig runterschneiden, damit die weiteren Holzschichten, die außen dran wachsen, wie ein Baum wächst, hatte ich schon mehrfach woanders erklärt, das müsst ihr euch sonst irgendwo anders reinziehen oder ihr wisst es hoffentlich schon, damit die zusätzlichen Holzschichten, die nach außen hin dran wachsen, möglichst keine Astlöcher enthalten, muss man die halt frühzeitig runterschneiden, die Äste. Jetzt ist das Ding aber leider so empfindlich, dass man da quasi nicht einfach mal einmal hingeht und einmal die Äste wegschnibbelt und dann lässt man es wachsen, wie man es beispielsweise bei einer Fichte, bei einer Douglasie, von mir aus auch bei einer Buche machen kann, wenn man da Wertholz eben erziehen möchte. Hier muss man, oder in 2 Schritten, dass man einmal hingeht und in Reichhöhe astet, macht man üblicherweise, also so hoch wie jetzt ein Ben mit einer kleinen Handsäge kommt, das wäre Reichhöhe. Dann kann man noch mal ein paar Jahre später mit einer Stangensäge herkommen, also einem langen Stiel mit Sägeblatt oben dran und dann noch mal in der Höhe asten. Und wenn man es dann noch mal krasser haben möchte, dann kommt man irgendwann noch mal ein drittes Mal mit der Leiter. Also so in diesen 3 Abschnitten wäre es relativ normal. Bei unseren ollen Nüssen hier darfst du alle 2 Jahre kommen und hier mal einen Ast wegnehmen, da mal einen Ast wegnehmen, zumal die Äste auch unterschiedlich dick werden. Und es kann einem passieren, dass sich in der Krone erstmal ein dicker Ast bildet, den man früher absägen muss als die Äste darunter, weil der so, sonst so dick wird, dass man ihn irgendwann gar nicht mehr absägen kann. Ab einer gewissen Dicke des Astes wäre einfach die Schädigung für den Baum, die Eintrittsöffnung für Keime und Ähnliches, viel zu groß, sodass man dann da gar nicht mehr asten kann. Und dann ist das auch schon wieder im Eimer, das Projekt, an diesem Baum. Ja? Und deswegen unglaublich pflegeintensiv. Und deswegen habe ich betont, das ist ideal für den kleinen Privatwald, wo jemand Lust hat, seinen Wald persönlich zu betreuen. Weil man sich wirklich um jeden einzelnen seiner Nussbäume individuell kümmern muss. Das ist bei einem großen Forstrevier von einem normalen Förster fast nicht zu bewerkstelligen. Unserer hier schafft es trotzdem. Warum? Und wie? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist also Haken Nummer 1, die Pflegebedürftigkeit. Der Arbeitseinsatz, der einfach notwendig ist, der für einen Unternehmer wirklich Geld kostet. Wenn du das Leute machen lässt, dann kostet das halt ein Schweinegeld.
Das nächste große Problem ist, das ist eine Hybridnuss. Wie kommt man denn zum Geier an eine Hybridnuss ran? Naja, entstanden ist das Ding per Zufall. Das wollte keiner haben. Keiner hat gewusst, dass das passiert, wenn man Schwarznuss und Walnuss kreuzt, dass da dann so eine Supernuss bei rauskommt. Wusste keiner. Aber durch Zufall hat sich in Frankreich aus Anbauten von eben Walnuss und aus Anbauten von Schwarznuss per Zufall was gekreuzt, was dann auch wirklich ganz natürlich entstanden ist. Ja, da ist keine Gentechnik im Spiel, das ist alles Natur. Seltene Natur, besondere Natur, aber es ist Natur, 100%. Abgesehen davon, dass normalerweise eine Schwarznuss und eine Walnuss sich nicht begegnen, weil sie auf unterschiedlichen Kontinenten vorkommen. Aber wenn man diesen kleinen Faktor mal beseitigt, ist der Rest tatsächlich Natur, dass die beiden Arten doch noch so verwandt sind, was daran liegt, dass sie ursprünglich einmal auf dem gleichen Kontinent vorgekommen sind, als es noch ein Kontinent war, Amerika und Eurasien. Aber dieser Tatsache, dass die noch so verwandt sind, führt dazu, dass sie miteinander fruchtbar, kreuzbar sind. Schwierig, ja, das ist nicht sonderlich erfolgreich. Da muss es schon ein paar Versuche geben. Da müssen wirklich viele von den Bäumen nebeneinander stehen, damit dann irgendwann mal eine entsprechende Kreuzung bei rumkommt, dass der Mutterbaum, ich weiß nicht, welcher von beiden dann als Mutterbaum dient, tatsächlich Nüsse runterschmeißt, die dann diese positive Eigenschaft dieser Hybridnuss aufweisen. Und diese Nüsse, diese hybridisierten Nüsse, die kann man jetzt irgendwo hinpflanzen und dann kriegt man die F1-Generation aus eben Schwarznuss und Walnuss und das ist die sogenannte Hybridnuss. Da gibt es verschiedene Handelssorten, verschiedene Kreuzungen, die unterschiedlich gute Eigenschaften haben. Jede davon hat bessere Eigenschaften als ihre Eltern, aber die N23, glaube ich, das ist nochmal die allerbeste unter den entsprechenden Sorten, die man da so im Handel kaufen kann. Entsprechend teuer sind junge Bäumchen, die eben als sowas zusammengezüchtet worden sind und die Jungpflanze kostet also auch relativ viel Geld. Ich weiß nicht wie viel. Von mir aus, lass es 20 Euro pro Pflanze sein. Das wäre ein Rekordpreis für eine junge Forstpflanze. Aber selbst das könnte man noch bezahlen, wenn man eben davon ausgeht, was man hier für einen Wertzuwachs haben kann, wenn man sie persönlich betreut. Und der geneigte Privatwaldbesitzer, der will ja auch vielleicht nicht unbedingt 30.000 von den Dingern aufstellen, sondern 100. Ja? Und da kann man dann schon mal drüber nachdenken. Und die werden wahrscheinlich trotzdem keine 20 Euro kosten. Naja, jedenfalls, das ist ein Problem, eben diese herzustellen, diese entsprechenden Hybridnüsse. Und jetzt könnte man meinen, naja, okay, ist ja kein Problem. Wenn man die dann mal hat, macht man da draußen eine Baumschule. Das heißt, einen entsprechend schönen Acker, wo die wunderbare Wuchsbedingungen haben, wo man die in Reihe und Glied draufstellt, damit sie schön Nüsse runterschmeißen, mit der man weitere von diesen Hybridnüssen überall verkaufen kann. Man könnte auch die Hybridnuss selber als Saatgut für den Wald draußen in der Landschaft entsprechend verkaufen. Man würde ein Schweinegeld verdienen. Jetzt gibt es aber ein großes Problem. Die F1-Generation, also Filialgeneration 1 aus der Kreuzung. Nur die hat die positive Eigenschaft der Kombination beider Elternteile. Die F2-Generation, also die Nachkommen unserer Hybridnuss, die nur sehr, sehr wenig Nüsse produziert erstmal, also wirklich sehr, 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 sehr wenig, aber das wäre jetzt nicht die große Schwierigkeit. Und diese Nüsse können auch keimen, das tun sie auch mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit, aber es geht. Diese Generation, die F2-Generation, Nachkommen von denen, die haben ein Problem. Nämlich, das kann man sich ungefähr so vorstellen, jetzt tun wir mal so, als würde sich Augenfarbe bei uns Menschen ganz einfach vererben lassen. Ne? Das ist nicht ein bisschen komplexer, das ist glaube ich schon. Aber nehmen wir an, wir haben einen blauäugigen Vater und eine braunäugige Mutter meinetwegen und die kreuzen wir jetzt miteinander und dann kriegen die folgende Kinder. Sie kriegen entweder blauäugige Kinder, braunäugige Kinder oder blau-braunäugige Kinder. Also so eine Mischung aus beidem. Ja, tun wir mal einfach mal so, als würde das so ablaufen, ja? Ist natürlich jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Und bei diesen Bäumen ist das jetzt so, dass deren Nachfolgegeneration ist entweder ein, Entschuldigung, den Begriff nehmen wir jetzt trotzdem, ein reinrassiger Opa, eine reinrassige Oma, das heißt entweder eine richtige Walnuss, eine richtige Schwarznuss oder ein Hybrid. Ja, und die Chance, dass es nochmal so ein Hybrid mit diesen positiven Eigenschaften wird, die ist super gering. Und das Blöde ist, das kannst du an der einzelnen Nuss nicht erkennen.
Du müsstest also Mischnüsse verkaufen, wenn du das Saatgut verhökern wolltest, um damit Geld zu verdienen. Mit einer Chance von, na, sagen wir mal, ungefähr 50%, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, deutlich weniger, dass es sich wirklich um so eine positive Hybridnuss handelt. Und das weißt du halt erst, nachdem die eine ganze Weile im Wald gestanden ist und gewachsen ist. Und wenn man sich da nicht drauf verlassen kann, dann ist das Murks. Und das Gleiche gilt auch in der Baumschule, dass man die schon so ein bisschen ausbringen kann, sich nach und nach unterschiedlich alte Nüsse zur Nussproduktion heranzüchten kann. Aber auch da hast du immer das Problem, insbesondere die Nachkommen von der F2-Generation, dass die Chance, dass es sich nochmal um die günstige Hybridnuss handelt, bei deren Nachkommen nochmal viel, 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 viel geringer. Ja? Vererbungslehre habe ich nie besonders aufgepasst, aber grob stimmt so. Ja, das ist also das Pflanzenzuchtproblem. Man muss quasi immer direkt die F1-Generation aus Schwarznuss und Walnuss zusammenzüchten, um dann welche verkaufen zu können. Das ist trotzdem ein Markt, aber man kann die damit im Wald selbst, diese Nuss hier, so jetzt naturverjüngen, dass ich jetzt einfach sage, ich lasse die jetzt ewig stehen und arbeite mit deren Nachkommen, natürliche Nachkommen, die so jetzt im Wald überall hochkommen, wo immer eine Nuss runterfällt, das geht nicht. Also damit kann man nicht arbeiten. Man muss also jedes Mal pflanzen und jedes Mal neues Pflanzgut entsprechend kaufen. Ups, das wäre der nächste Punkt gewesen. Genau. Also keine Naturverjüngung ist möglich und das kommt automatisch zu einer gewissen Entmischung. Und ich sehe gerade, ich muss einen Schnitt machen, weil alle halbe Stunde muss ich einen Schnitt machen, sonst macht die Kamera selber und dann muss ich irgendeinen Satz nochmal quatschen, da habe ich keine Lust. So, ja, das sind eigentlich die wesentlichen Eckdaten von dem Ding. Ob die Preise fürs Holz, das muss ich nochmal betonen, wirklich so stimmen, das kann euch keiner sagen, weil, wie ich auch schon eingangs erwähnt hatte, der Markt für die Nuss, den gibt es noch gar nicht, weil es noch keine verkaufbaren Stammdimensionen eben von dem Ding gibt. Aber was wir jetzt noch so machen können als kleinen Bonus, als kleinen Goodie, jetzt erzähle ich die ganze Zeit, die braucht tolle Standorte. Haben wir denn jetzt hier einen tollen Standort? Und darum geht's jetzt. Nämlich, ich habe da was mitgebracht. Nämlich mein Freund, den Bohrer. Ja, und jetzt habe ich doch tatsächlich noch ein paar Sachen vergessen und wollte gerade noch ein kleines Fazit abgeben, weil das vielleicht nicht ganz deutlich geworden ist. Die großen Vorteile von der Hybridnuss liegen vor allen Dingen darin, dass sie frosthärter ist als Walnuss, nicht so frosthart wie Schwarznuss, aber das ist auch gar nicht notwendig. Sie ist deutlich schnellwüchsiger als Walnuss, also auch da besser als Walnuss. Und sie braucht nur mittlere bis gute Standorte, um vernünftig angepflanzt zu werden. Und da hat es auch einen großen Vorteil jetzt gegenüber der Schwarznuss. Weil das kann auch die Walnuss, aber die Schwarznuss eben nicht. Und die Walnuss, die wächst eben zu langsam. Also ich hoffe, das ist jetzt soweit klar. Hybridnuss ist so ein bisschen fast das Rundum-Sorglos-Paket, wenn man überhaupt Nuss anpflanzen möchte. Also ohne Hybridnuss ist Nuss anpflanzen einfach fast schon nicht möglich. Warum ist sie jetzt so eine tolle Zukunftsbaumart? Ist sie besonders trockenheitsresistent, besonders dürreresistent? Nö, eigentlich nicht. Sie ist deswegen so eine tolle Zukunftsbaumart, weil eben ihr mögliches Anbaugebiet sich durch den Klimawandel, also mal ein positiver Effekt, vergrößern wird. Und dann kann sie in vielen Wäldern eine Rolle spielen, in der sie zusätzlich zur Wertgenerierung reingepflanzt werden kann. Soll heißen, man kann einen Wald sehr naturbelassen halten, auf großen Teilen der Fläche, wenn man noch ein paar Hybridnüsse reinpflanzt, also zusätzlich. Da muss man um die Hybridnüsse natürlich viel Forstwirtschaft betreiben, viel Pflege betreiben, viel Waldbau betreiben, aber der Rest vom Wald, wo jetzt gerade nicht die Hybridnuss steht, den kann man relativ naturbelassen lassen und hat trotzdem eine hohe Wertgenerierung, weil, so hoffen wir, die Hybridnuss, sehr, sehr wertvoll sein wird dann vom Holz her. Und auch wenn nur ein Teil des Waldes in Anführungszeichen bewirtschaftet wird, verdient man enorm viel Geld.
Also das wäre ein mögliches Szenario, wo eben diese Nuss eine Rolle spielen kann. Auch in dem Wald, in dem ich hier stehe, die ganzen Begleitbaumarten neben der Hybridnuss spielen wirtschaftlich gar keine Rolle und deswegen kann man da auch alles stehen lassen, was man stehen lassen möchte. Da steht Feldahorn, da steht eine Linde, da steht sonst ein Bergahorn, da steht jede Menge Hainbuche, da steht eine Buche, da steht auch mal eine Eiche dazwischen. Das wird wahrscheinlich alles nicht großartig alt werden, aber es ist erstmal da und das gibt einfach enorm viel Potenzial. Achso, und Birken stehen da übrigens auch noch rum. So, und wer jetzt noch unbedingt sehen will, wie das, was ich hier mit meinem Bohrer plane, nicht funktioniert, jedenfalls nicht so, wie ich das gerne haben möchte, der kann dranbleiben, aber eigentlich ist das gar nicht mehr notwendig. Ihr dürft also auch gerne schon abschalten. Und damit können wir nämlich mal feststellen, wie gut oder schlecht die Standorte hier sind. Dafür müssen wir ihn erstmal sauber machen. Ich habe eben mal eine Probebohrung gemacht, aber ich mache jetzt nochmal eine frische Bohrung für euch natürlich, damit ihr das alles schön seht. Also Schritt 1, Bohrer sauber machen. Ne? Da kann man einen Bohrer-Saubermacher oder einen Stock nehmen. Gar nicht so einfach hier gerade. Gut, das mache ich dann nochmal off-Kamera richtig sauber. Der muss richtig sauber sein zwischen den einzelnen Bohrungen. Das geht gerade im Moment. So, und jetzt, Sekunde, Display, ja, passt, bohren wir hier jetzt mal ein Loch. Also kurz zur Erläuterung, was macht ein Bodenbohrer? Ihr seht, das ist ein Hohlbohrer, ja, der ist hier in der Mitte hohl, hat hier eine scharfe Kante. Und wenn man den jetzt in den Boden drückt und dreht, kriegt man einen Bohrkern, ja. Und den zieht man dann raus, der Bohrkern bleibt da im Regelfall drin, wenn es gut läuft. Und dann hat man eine Bodenprobe aus tiefer Tiefe, ohne ein großes Loch graben zu müssen. Das ist das kleinste Modell, was da so im Handel erhältlich ist. Der ist nicht weiter spektakulär, aber funktioniert wunderbar und reicht für die Tiefe, in die wir jetzt wollen. Wenn man einen tieferen Bohrkern braucht man entsprechend einen größeren, fetteren Bohrer. Da gibt es so richtig krasse Dinger, aber mir reicht im Regelfall für meine kleinen Oberflächenbohrungen dieses Ding hier vollkommen aus. Ich will im Idealfall in 30 cm Tiefe. Denn da ist auch das Hauptgebiet der Wurzeln von unseren Laubbäumen. Ne? Die sind alle gerne mal so auf 30 cm unterwegs, wenn sie können. Und da haben wir einen wunderschönen Bohrkern. Ta-ta-ta-ta. Und hier vorne wollen wir jetzt gerne wissen, handelt es sich denn um einen tollen Standort? Die einfachste Möglichkeit, das im Gelände mal eben festzustellen, ist mal abgesehen von der Ansprache der Farbe, die hervorragend aussieht. Das ist so ein fast schon gelblich, so leicht gelblich in dem Bereich. Ich weiß nicht, stellt er eigentlich scharf? Nein, tut er nicht. Entschuldigung. Mit Bohrer und Kamera hantieren, gar nicht so einfach. Also spätestens jetzt. Spätestens jetzt stellt er scharf. Hier ist so ein gelblicher Ton, das weist auf Löss hin, denn wir befinden uns hier auf Löss. Wusste ich natürlich schon vorher. Und das ist immer ein sehr, sehr guter Boden. Aber was der jetzt für positive Eigenschaften hat oder nicht, kann man ganz gut ableiten vom pH-Wert draußen im Gelände. Eine einfache, bessere Möglichkeit, das im Gelände zu bestimmen, gibt es nicht. Und deswegen müssen wir jetzt genau das tun, den pH-Wert bestimmen. Und zu diesem Zwecke brauchen wir jetzt einen Löffel. Und ein pH-Meter, das ist dieses Ding, und ein pH-Indikator, das ist dieses Fläschlein. So, jetzt muss ich das hier irgendwie gehandelt kriegen, ohne mich auf den Boden zu rücken, weil dann habe ich einen nassen Hintern, das möchte ich gern vermeiden. Deswegen machen wir das alles im Stehen und ich hoffe, ihr seht was. Wir brauchen jetzt ungefähr einen Löffel Probenmaterial, also so einen lockeren Löffel. Das hier reicht schon. Das heißt, dann kommen wir den Bohrer, ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt machen wir unser Probenmaterial hier in den großen Kasten von unserem pH-Schälchen, pH-Messschälchen. Und ich höre häufig, man kann da natürlich auch mit Lackmusstreifen arbeiten. Das geht wohl bis zu einem gewissen Grad, aber ich habe es gelernt mit dem flüssigen Universalindikator, Boden-pH-Wertindikator wohlgemerkt und diesem Schälchen eben entsprechend dazu. Wie gesagt, es geht wahrscheinlich auch nochmal anders, aber das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr zuverlässige Methode, die dann auch allgemein anerkannt ist in der Fachwelt. So, jetzt brauchen wir den Indikator. Wenn man mal eine Kamerafrau braucht, hat man sie mal nicht dabei, ne? So, und den geben wir jetzt da drauf. Ich weiß selber nicht, was dabei rauskommt. Und wir stellen fest, tatsächlich ist der Boden doch sauer im unteren Bereich.
erstaunlich. Das überrascht mich jetzt, hatte ich jetzt nicht erwartet. Bin davon ausgegangen, ne, also hier der Farbcode gibt die jeweiligen pH-Werte im Boden an, dass er vielleicht doch deutlich weniger sauer sein dürfte. Ja, ne? Also, das ist gut, weil wir hier mit der Hybridnuss arbeiten und nicht etwa eben mit der Schwarznuss, weil die bräuchte pH-Werte um 5. Ja, also da müsste es schon orange sein und nicht rot. Und hier haben wir es jetzt, leider geht der pH-Meter nicht tiefer als 4. Wahrscheinlich wirklich mit einer ziemlich genau mit einer 4 zu tun. Vielleicht auch eine 4, irgendwas, vermute ich zumindest. Das ist also schon in Richtung 5 tangiert. Je nachdem, in welcher Tiefe man die Probe entnimmt. Ich nehme jetzt zum Vergleich noch mal eine Probe von weiter oben. Vielleicht haben wir da mehr Glück, was den pH-Wert angeht. Aber da unten, das sollte eigentlich überrascht mich das, dass der doch so sauer ist. Ne? Trotzdem, es ist Löss auf Buntsandstein. Es ist also definitiv ein guter bis sehr guter Standort. Eigentlich sollte man meinen nach Karte. Jetzt muss man aber auch noch wissen, der Boden-pH-Wert hängt auch so ein bisschen davon ab, was für ein Wetter gerade herrscht, ob der Boden feucht ist oder nicht. Er ist gerade sehr feucht und deswegen müsste man das eigentlich fast nochmal wiederholen bei einem anderen Wetter und dann nochmal ein bisschen vergleichen. Aber schade, hätte ich jetzt gedacht, dass da was Besseres bei rauskommt. Aber nichtsdestotrotz habt ihr es gesehen und die Bäume wachsen ja trotzdem hervorragend. Das sieht man, weil sie sind 20 Jahre alt und sehen so aus. Und ja, das ist der blöde Moment, wo der Wissenschaftler feststellt, dass mal wieder der Wald nicht das tut, was in seinen Büchern steht. Frustrierend. So. Ich sag tschüss, das war's zum Thema Hybridnuss. Ändert ja nichts dran, dass die hier gut... Ja, aber mit einem pH-3-Boden könnt ihr es dann vergessen, ja? Das müsst ihr dann halt nochmal aufwendiger messen oder messen lassen und mal eine Bodenprobe ins Labor schicken, falls man jetzt selber Waldbesitzer ist, ne? Und wer es sonst irgendwie wissen möchte, dann kann man das auch noch genauer analysieren, aber... Ja, ist jetzt blöd. Ich mach mal auf Kamera noch eine andere Beprobung von weiter oben und dann schauen wir mal, ob wir da nicht nochmal zu anderen Ergebnissen kommen. Aber ansonsten sage ich schon mal tschüss. Ja, also ich habe dann auch mal ein bisschen weiter oben eine Probe genommen und festgestellt, ja, ist noch saurer. Und habe dann nochmal von deutlich weiter unten eine Probe genommen. Also indem man im gleichen Bohrloch nochmal bohrt, kommt man tendenziell noch weiter runter. Und da wird es dann gelb. Also orange, gelb, so irgendwas um den Dreh. Und das entspricht tatsächlich der normalen Kurve vom Boden-pH-Wert. Der wird nach unten hin meistens etwas alkalischer, weil oben die versauernden Prozesse eben durch das Laub, durch die organischen Säuren, die von den Pflanzen abgegeben werden und die Huminstoffe und sowas, eben oben tendenziell der niedrigere pH-Wert herrscht und unten der etwas bessere pH-Wert. Und genau das zeigt sich dann auch in dem Boden. Also ja, er ist nicht ganz so gut, wie ich das gerne gehabt hätte, aber er ist auch nicht schlecht und wenn er noch ein bisschen besser wäre vom pH-Wert her, wäre es wahrscheinlich für die Nuss noch mal ein bisschen besser zum Wachsen, aber sie wächst ja sehr gut und dabei belassen wir es jetzt und ich bin jetzt genervt, dass das nicht funktioniert hat. Aber ja, tschüss.